Spiel. Kampfserie. Shoku. Ah, perfektes Timing. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ein Mädchen namens Chitoge Kirarazaki wurde entführt. Oh, das mache ich auch noch. Chitoge kenne ich auch. Sie wurde entführt. Ihre Entführer fordern ein Lösegeld. Und sie wird dann mit ihrem Versteck entschwunden. Es gibt keinen Grund, das Geld zu zahlen. Dann wirst du die Kleine befreien. Klar. Entführung? Sind die feige? Das ist unverzeihlich. Überlass das ruhig mir. Ich werde sie retten. Das ist die richtige Einstellung. Und jetzt ab mit dir. Oh, toll, Chitoge. Wie gesagt, kenne ich auch. Aber das erläutere ich lieber später. Wer ist Chitoge? Erstmal regenerieren. Welcher Arsch hält Chitoge fest? Der Arsch! So, da bist du ja! Hast du das Lösegeld dabei? Ich dachte immer, du bist ein Polizist? Schau dir bloß die Augenbrauen mal an! Keine Sorge, die Geisel ist in Sicherheit! Aber jetzt möchte ich das Lösegeld! Rosgut, du Affenhirn! Du bist der Hüter des Gesetzes! Und du entführst jemanden? Nicht nur das! Du missbrauchst auch noch das Polizeirevier für deine miesene Art! Ich musste das Beste aus dem machen, was ich in die Hände kriegen kann. Was ist daran falsch? Du bist etwa hingefallen und hast dir dabei den Kopf gestoßen. Du Blödmann! Wachtmeister Ryu hat sich seit der letzten Begegnung gewaltig verändert. Ist irgendwas passiert? Wenn ich das kurz erklären darf. Dieser Wachtmeister Ryu hat hier einen virtuellen Feind, den er geschaffen habe. Mit diesem Ergebnis hatte ich niemals gerechnet, aber die Daten, die ich vom Original hatte, machen sich ihm einfach geriegig. Am Ende dreht er durch und jetzt passiert's. Kenkachi Ryu's Gear ist wirklich schier unglaublich. Wie dem auch sei, das bedeutet jedenfalls auch, dass ihr den Wachtmeister besiegen müsst. Anscheinend haben wir keine Wahl. Dann los! Den mache ich gerne kaputt. Ich glaube, gegen den kämpfen wir auch noch. Robo. Keine Ahnung. Nasenhaarfaust? Jawohl. Ja, weil er so viele Nasenhaare hat, weißt du? Haben wir das eigentlich schon fast klar. Hier drei gegen den Wachtmeister, dann. Das könnte doch ein einfacher Kampf sein, oder? Chitoge! Die wir gleich retten werden. Stamm vom Anime Sekiro, den kenne ich übrigens auch. Auch ein Grund, warum ich die gekauft habe. Weil die dabei ist. Und vor allem auch Ichigo und Lala dabei waren. Und ja, jedenfalls. Chitoge kommt, wie gesagt, auf Sekiro. Sie ist ein Gangsterbraut, kann man sagen. Ihr Vater ist Gangster. Hier von. Wie soll man das erklären? Ich kenne diese japanische Mafia. Genau, sie gehört zur japanischen Mafia. Also ihr Vater sozusagen. Und. Da gibt es aber in Tokio, wo das spielt, in der Serie, auch noch einen anderen, der ebenfalls in Tokio von seinen Eltern bei der Mafia ist. Unfreiwillig, aber okay. Vielleicht solltest du mal hier aufrücken.
Komm, erzählen. Da ist er. Jedenfalls bekämpfen die sich hier die beiden Mafias immer. Weil sie glauben halt, hier sind die Stärken, hier sind die Stärken, die ganze Stadt wird eigentlich da, leidet darunter eigentlich. Irgendwann schließen sie einen Pakt ein, dass sie nicht mehr gegeneinander kämpfen, aber die Kinder sollen in einer Scheinbeziehung leben. Ja. Darum dreht sich eigentlich im Grunde die gesamte Serie. Du wirst jetzt einfach mal sterben. Und die beiden sind halt auch zusammen in einer Klasse, müssen halt eine Scheinbeziehung. Eigentlich könnte ich das noch sehr weit ausführen, aber das müsste jetzt eigentlich im Grunde genommen vorbei sein. Daran kann ich gleich nochmal ein bisschen sprechen. Und Chitoge verliebt sich halt in den Film. Eigentlich hasst sie ihn am Anfang die Pest, aber irgendwann kommt dann halt alles anders. Oh, darüber sprechen wir später. Was zur Hölle? Oh Gott, ich sehe gerade, dass der Part 28 Minuten schon geht. Okay, den muss ich cutten. Dann werde ich noch ein bisschen weiter aufnehmen, weil... What the fuck, Alter? Wieso geht der Park schon so lang? Alter. Da ist Chitoge. Wart ihr? Wartet. Ihr seid diejenigen, die mich gerettet haben? Geschieht mir recht. Warum dachte ich bloß, er würde kommen? Oh, ups. Nimm gar keine Notiz von mir. Wo sind meine Manieren? Ich muss mich doch für meine Rettung revanchieren. Ich ertrage den Gedanken nicht, jemanden etwas schuldig zu sein. Wenn mir jemand hilft, ich helfe ihn auch. Das ist mein Motto. Deshalb habe ich beschlossen, mich euch anzuschließen. Ich will niemanden für den Rest meiner Tage etwas schuldig sein. Typisch Chitoge. Und Chitoge ist in der Party. Ich kann wirklich helfen. Lass es mich wissen. Schön, dass du dabei bist. Du wirst meine Leibköchin, ja? Ja, klar. Das kann ich wohl machen, glaube ich. Okay, zu den Herrscherschüttritt müssen wir jetzt gar nicht. Moment, kann ich in die Soul Society und da irgendwas Cooles erleben? Kann ich in der Soul Society irgendwas Cooles machen? Das würde mich jetzt eigentlich gerade ein bisschen interessieren, ob ich da was machen kann. Kann ich in der Soul Society was Cooles machen? Ansonsten porte ich mich zurück und wir... Ach ne, schade, geht nicht. Ich wollte was in der Soul Society machen. Weil wir bekommen ja die ganze Zeit Hilfscharaktere. Ich frage mich, ob man hier die ganze Zeit Charaktere in dem Spiel bohren könnte. Also die ganze Zeit die ein oder andere Quest machen und dann bekommst du halt dafür Hilfscharaktere. Könnte ich mir jetzt eigentlich im Grunde auch vorstellen. Ach nee, komm, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Rückkehr kriegen würde, aber egal. Felsbrock zerstören. Wir sind wieder da. Hey Leute, macht die Kanone feuerbereit. Alles klar, Ruffy. So, Pulver ist eingefüllt. Kanonenkugel ist geladen. Zieh erfasst. Wartet Feuer auf den Feuerbefehl von Ruffy. Juhu. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Feuer. Ja, geht. Mann, das war klasse. Wir haben das Ding zerbröselt. Jetzt kommen wir endlich weiter. Ich werde das Spiel ja nochmal privat durchspielen, aber da werde ich das halt mir nochmal angucken. Man da wirklich jetzt... Schon wieder so ein Heißluftballon. Tauchen jetzt ganz schön viele auf, muss ich sagen. Egal. Lüste! Ruffy, perfektes Timing. Quest annehmen. Lange nicht gesehen, Lüstop. Wolltest du irgendwas von mir? Ich dachte schon, dass du vielleicht
etwas suchen könntest und deshalb habe ich mir selbst ein bisschen umgetan. Wie dem auch sei, ich habe so ein Ding am Laufen. Und das wollte ich dir gerne schenken. Jui, das ist eine J-Stars-Karte. Du würdest sie mir wirklich geben? Jemand anderem würde ich wohl kaum geben, oder? Na los, nimm sie jetzt schon. Silber? Vielen Dank, du bist ein toller Freund, Blissop. Naja, ich nehme ja schließlich nicht am J-Kampfturnier teil. Und mehr kann ich leider nicht für dich tun. Wenn das so ist, warum kommst du dann nicht mit? Im Team wäre immer noch ein Platz mehr. Ich habe vor kurzem eine fürchterliche Knieverletzung. So gerne ich natürlich mit euch kommen würde. Ich fürchte, ich würde euch in diesem Zustand nur hinderlich sein. Oh Mist, verflucht. Oh verdammter Mist. Wenn Ruffy irgendwo mit dringend hängt, dann ist die Konkurrenz garantiert hammerhart und super mächtig. Ich würde jedenfalls noch den ersten Kampf mit Ach und Krach überstehen, aber das Finale erreichen never. Dann vielleicht das nächste Mal, aber drück uns die Daumen. Na klar, ich werde euch den Sieg wünschen. Dann zieh jetzt los, ich mach mich stolz. Das hat's geschenkt. Oh, eine J-Stars-Karte. Ist das Bronze? Du hast eine J-Stars-Karte erhalten. Ich glaube, Bronze ist. Ach, da hinten ist die Hauptquest. Also hier. 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 Da. Inferno-Klippen? Okay. Okay, kenne ich nicht. Wie viele Tage hätten wir jetzt schon veressen? Das ist echt übel. Stimmt. Aber darauf rumzureiten macht es nicht besser. Der Zugang zur offenen See wurde durch ein Fels versperrt. Und dabei haben wir den Edelstein der Leidenschaft genauso gut könnten wir ihn wegwerfen. Wenn das so ist, gibt ihn mir doch. Naja. Wir haben keine Verwendung dafür. Ihr könnt ihn ruhig haben. Moment mal. Ist hier noch jemand außer uns? Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Wir suchen einen roten Edelstein der Leidenschaft. Ihr seid hergekommen. Aber was ist mit dem Fels? Den kann man doch nicht einfach so zerstören. Das kann schon sein. Aber wir haben eine große Kanone gehabt. Mann. Das heißt ja, wir sind gerettet. Yahiko, gibt unserem Retter den roten Edelstein. Na schön. Hier ist der rote Edelstein der Leidenschaft. Edelstein der Leidenschaft. Ja. Der Edelstein der Leidenschaft ist bereit. Jetzt. Und jetzt der Drachenkopfrumpf. Wow. Hey, das Schiff scheint viel kräftiger zu sein. Jetzt können wir endlich zum Frohenberg erreichen. Ui. Ich glaube, ganz so einfach wird das nicht gehen. Ach, wie sieh mal, da ein komisches Schiff direkt auf uns zu. Nana. Was in aller Welt kommt da ein schwarzer Nebel? Da wird mir ja schon vom Alleinhinsehen übel. Das ist wirklich eine böse Aura, die wie sich ruhig hier steht. Ruffy, das Schiff, es wird uns rammen. Oh oh, oh oh, oh oh. Verdammt. What the heck? Was hast du vor, Schwachkopf? Willst du unser Schiff kaputt machen oder was? Wer ist das? Nimm deine menschliche Gestalt an, was? Hey! Das Ding beschädigt das Deck. Was hast du vor, uns zu verdenken?
Nein! Ja, das Ding ist mächtig. Wir sollten schnell was tun, bevor das Schiff uns verabschiedet. Keine Sorge. Das Ding mache ich schon kaputt. Diesen. Alles klar, Blödmann. Gammel. Hey, Moment mal. Das Ding werde ich mich kümmern. Hä? Ihr zwei steht genau gleich aus. Seid ihr Zwillinge? Ich bin Motaro Tsukuri, Anführer der ersten Klasse der Otokoyuku-Schule. Wir sind keine Zwillinge, das ist nur eine Kopie. Aber die Kopie hat meine Gestalt angenommen. Das bedeutet, dass ich auch für sie verantwortlich bin. Also, werdet ihr die Sache hineinbringen? Du bist ein ziemlich interessanter Typ, glaube ich. Du gefällst mir. Dann werde ich gegen dich kämpfen. Also kämpfe ich jetzt gegen zwei von diesen Typen. Nein, gegen einen. WTF? Warum ist einer von uns da im Team? Jetzt mal Shitoge ins Team. Nein, jetzt habe ich... Nein, jetzt... Ich wollte Shitoge ins Team nehmen, okay. So, das wird unser letzter Kampf, danach beendet die Folge, weil, ja, ich nehme jetzt schon 38 Minuten auf. Ich wollte zwar eine lange Aufnahmesession machen, aber so wow, die Stage ist auch gut. Und auf der habe ich noch gar nicht gesehen. Kann ich auch gar nicht. Aua. Lala. Oh, Lala, du rennst in die falsche Richtung. Boah, Alter, der ist übelst stark. Ja, der Typ ist echt stark, muss man sagen. Wir sind natürlich stärker. Uns hat er keine Chance, aber es ist echt verwirrend, wenn man versucht, seinen Gegner anzugreifen und dann kann er sich so komisch teleportieren. Oh, einfach auch mit an, Idiot. Aber er ist jetzt auch besiegt. Bräuchten wir unsere Super Attack? Okay, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Lala. Mach was. Kill den Typen. Aber das gibt's doch nicht. Der kann immer wieder blocken, Alter. Hör auf zu blocken, du Idiot. Oh, mein Mitkämpfer ist auch schon fast tot. Ey, komm, wieso? Ey, danke. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum will der nicht unsere Superattacke nutzen? Damit wir den endgültig auslöschen können. So, jetzt passiert es weiter. Ich will dein Leben nicht mehr fordern. Hat der jetzt alles abgeblockt oder was? Meine Attacke größtenteils abgeblockt. Nee, wir haben verloren, Alter! Oder? Hä? Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Ich bin jetzt nicht so sicher. Hat jetzt einer eine Ahnung, ob wir gewonnen haben? Hinfort, ihr Teufel! Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Das fühlt sich nicht wirklich wie ein Sieg an. Der Kampf gegen dieses Ding war ein Kampf gegen den Nebel. Ja, ich würde auch meinen, dass wir diese Kopie besiegt haben. Aber es war wirklich schwer, um es zu sagen. Tja, auf jeden Fall hat es echt Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich euch etwas fragen. Nehmt ihr am Jump-Kampfturnier teil? Ja, wir nehmen an diesem Kampfturnier teil. Hey. Nennt mich Momo. Ich wollte mich gerade dafür anmelden. Mein Reaktor meiner Schule, der Otokoyuko, hat das beschlossen. Er sagte, ich müsste kämpfen. Mann,
um ein besserer Mann zu werden. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam dorthin gehen? Wir müssen ja auch, wir müssen uns freuen, dabei zu sein. Danke für das Angebot, ich muss aber leider ablehnen. Wieso das denn? Wenn du mich fragst, ist das durchaus eine sinnvolle Idee. Ja, ich will gelegentlich gegen euch kämpfen, das ist alles. Man sieht sich. Oi, oi. Wir dürfen es bald mit einem schwierigen Gegner zu tun bekommen. Das ist das, was wir brauchen. Du scheinst darüber hoch erfreut zu sein, Ace. Das musst du ausgerechnet sagen, Ruffy. Mit diesem breiten Grinsen, genauso wie du, Saya. Ha! Währenddessen auf dem Toriko-Schiff, Nasper. Währenddessen auf dem Toriko-Schiff würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Bis dann, Leute, und tschüss.